In diesem Video möchte ich, dass wir uns einen kurzen Überblick über die Programmiersprache Python verschaffen. Wir haben mittlerweile mit Hilfe von Python eine Simulation gesteuert und haben eigentlich viele Befehle abgetippt, ohne zu wissen, weshalb es überhaupt funktioniert. Also, was hat es mit dem Import auf sich? Warum habe ich hier Punkte, hier eine runde Klammer? Warum habe ich hier eine eckige Klammer und dazwischen ein Wort in Anführungszeichen. Warum kann ich hier mehrere Zahlen bzw. Elemente mit Kommata trennen und warum schreibe ich das in eckige Klammern und warum muss ich hier Move in eine runde Klammer schreiben? Ich starte dann eine neue Blender-Datei und dann gucken wir uns das etwas genauer an. Nun wollen wir Python etwas besser kennenlernen und dazu öffne ich gleich zwei Texteditoren und werde relativ viel Platz brauchen, deshalb schiebe ich hier mal das zur Seite und hier mache ich etwas Platz. Ich glaube, das kann ich noch ein bisschen verschieben. Okay, also ein Texteditor und hier noch ein weiterer. So, dann möchte ich in beiden die Syntaxhervorhebung haben und die Zeilen nummerieren. Zeilenumbruch ist auch nicht schlecht, das gleiche mache ich auch hier. So, hier erstelle ich eine Datei und diese soll einen Namen bekommen und zwar nenne ich sie myModule.py. .py ist eine Endung für Python-Skripte. So kann der Rechner erkennen, dass es sich dabei um ein Python-Programm handelt, beziehungsweise Python-Skript. Python ist nämlich eine Skriptsprache, das bedeutet, dass die Programme so ausgeführt werden können, ohne zuvor kompiliert zu werden. Und hier muss ich .py, also .py, wählen, weil ich auf diese Datei, von der Datei, die ich hier schreiben werde, weil ich auf diese Datei zugreifen möchte, deshalb brauche ich diese Endung. So, hier unten sehen wir eine Konsole. Die ist ja, wenn man Blender startet, zuerst nicht sichtbar. Um diese einzublenden, gehen wir hier in Window und hier die Systemkonsole. Das funktioniert unter Windows so. Möchte man eine Konsole in einem anderen Betriebssystem haben, zum Beispiel Linux oder bei macOS, musste mein Blender aus einer Konsole heraus starten. Also eine Konsole öffnen, dann Blender eintippen, Enter, da wird Blender gestartet und die Konsole, mit der man gestartet hat, dort werden alle Python-Ausgaben reingeschrieben. Okay, jetzt zu der zweiten Textdatei. Neue Datei, die nenne ich main.py. So, hier habe ich etwas wenig Platz, deshalb werde ich die Fenster hin und her schieben müssen, wenn ich die Skripte nämlich ausführen möchte. So gibt es hier den Button Run Script und der ist ja für mich etwas weiter weg, deshalb muss ich hier immer wieder hin und her schieben. Okay, zuerst gucken wir uns an, wie man bei Python Variablen definieren kann. Starten wir mit einem Kommentar, mit einer Raute werden Kommentare angeleitet, also Variablen. Und dann kann ich zum Beispiel die Variable x, die setze ich auf 4 und eine Variable y, die setze ich auf 1. Und schon sind die Variablen im Prinzip da. Ich muss nicht wie bei Java oder anderen Programmiersprachen direkt schreiben, um was für eine Sorte der Variable handelt es sich. Hier wird Python direkt erkennen, okay, das ist eine 4, also eine Integerzahl. Hier eine 1, auch eine Integerzahl. Damit kommt Python einfach so klar. Hat für uns Vorteile, dass wir uns nicht so viele Gedanken machen müssen. Der Nachteil ist, Python selbst muss sich Gedanken machen, dadurch ist er auch
etwas langsamer. Also für Programme, die schnell laufen sollten, ist Python vielleicht nicht die beste Wahl. Sollen die Programme einfach zu lesen sein und schnell geschrieben werden, da hat Python auf jeden Fall Vorteile. So, und nun möchte ich das Ergebnis von x plus y haben. So wird das nicht funktionieren. Ich muss dem Programm sagen, schreibe das bitte in die Konsole und unser Befehl lautet dann print. Print, Klammer auf, x plus y. Und wenn ich jetzt auf Run Script klicke, wird unser Skript ausgeführt. Zuerst wird eine Variable x gleich 4 und eine Variable y gleich 1 erzeugt. Und dann wird die Summe x plus y, also 4 plus 1, in die Konsole reingeschrieben. Starten wir ein Skript und sehen hier die 5 als Ergebnis. So, nun kommen wir zu dem zweiten Fenster. Jetzt möchte ich auf dieser Datei oder auf diese Textdatei myModule.py zugreifen und ich importiere diese mit import myModule. So, in dieser Datei lösche ich erstmal print x plus y, weil ich auf diese Variablen aus main.py von main.py auszugreifen möchte. Deshalb lösche ich mal diese Ausgabe und versuche auf diese Werte von hier aus zuzugreifen. So, erstmal starten wir unseren Skript. Okay, hier ist schon mal keine Fehlermeldung rausgekommen, das ist schon mal gut. So, und nun versuche ich die Variablen, die ich geladen habe, anzuzeigen. Also machen wir zuerst print x. So, run Script. Und jetzt bekommen wir eine Fehlermeldung. Uns wird mitgeteilt, dass die Variable x nicht definiert ist. Es liegt daran, dass x zwar geladen wurde, aber x ein Element von myModule ist. Und wenn ich auf x zugreifen möchte, muss ich auch sagen, wo findest du das? Wir finden das in dem Modul myModule. Also mit myModule.x mussten wir in der Lage sein, auf x zuzugreifen. Wenn ich jetzt auf Run Script gehe, mussten wir den Wert von x bekommen, nämlich die 4. Und da ist die 4. So, wenn ich jetzt den Wert von x verändere, zum Beispiel ich setze x auf 18 und ich klicke jetzt auf Run Script, passiert etwas, was uns überraschen wird, nämlich x ist immer noch 4. Liegt daran, dass beim Importieren sich Blender die ältere Version davon gemerkt hat und in der ersten Version war x gleich 4 gesetzt und wir müssen dem Programm main.py sagen, aktualisiere mal bitte die importierte Datei und dazu müssen wir noch zusätzlich etwas importieren. Das liegt in dem Paket IMP. Also import imp. Damit bekommen wir Zugriff auf Befehle, um die Skripte neu zu laden. Und dann sage ich imp.reload. Und was soll neu geladen werden? MyModule soll neu geladen werden. Und wenn ich jetzt auf Run Script klicke, bekommen wir den Wert 18, der hier gespeichert ist. Und jetzt kann ich auch hier
andere Zahlen reinschreiben und die Datei main.py starten, run script und alles wird aktualisiert, ja, mit dem Befehl hier reload. Das ist die erste Möglichkeit, weshalb wir Befehle haben mit Punkten. Wenn wir Module geladen haben, haben wir Zugriff auf die Elemente aus den Modulen, indem wir die Name des Moduls hinschreiben, Punkt und das, worauf wir zugreifen können oder wollen. Die zweite Möglichkeit ist, dazu wechsle ich jetzt zu MyModule. Es kann sein, dass wir mit Objekten, und Objekte sind Elemente einer Klasse, also dass wir auch mit Klassen zu tun haben. Und hier erstelle ich eine Klasse namens Person. Doppelpunkt und jetzt kommt die Beschreibung von oder jetzt kommen die Eigenschaften bzw. Methoden von der Klasse Person. Wenn ich jetzt auf Enter drücke, wird automatisch angerückt. Also mit einem Tabulator-Block kann ich hier alle Eigenschaften bzw. Methoden reinschreiben. Meine Klasse Person wird jetzt nur Eigenschaften haben. Die erste Eigenschaft soll Vorname sein und der Vorname soll, ich habe mich jetzt für Lisa entschieden, in Anführungszeichen, damit es ein String ist. So, Nachname, so, Vorsicht, schlechter Witz, Lisa Bonn, Nachname. So, noch ein schwieriges Wort. Nachname. So, jetzt musste es richtig sein. Und Alter. Diesmal kein String, sondern eine Zahl. Lissabon möge 23 sein. So, wenn ich jetzt auf die Eigenschaften von der Person zugreifen möchte, muss ich sie mit einem wenn, also muss ich zuerst auf die, muss ich die Person aufrufen, Punkt Eigenschaft. Also wenn ich jetzt auf den Vornamen von der Person zugreifen möchte, schreibe ich print Person Punkt Vorname. Und wenn ich jetzt MyModule ausführe, wird hier Lisa reingeschrieben. Möchte ich aus main.py auf die Person zugreifen, lösche ich diese Zeile hier, sonst wird alles doppelt und dreifach geschrieben. So, möchte ich von da aus darauf zugreifen, muss ich in MyModule Person Punkt Vorname. Ja, muss ich das eintippen, dann bin ich in dem Module MyModule. Dort habe ich das Objekt Person und das Objekt hat die Eigenschaft Vorname und diese möchte ich aufrufen. So, jetzt klicken wir auf Run Script. So, der Name ist Lisa. Ich bin auch in der Lage, diese Eigenschaft zu verändern. Ich könnte myModule.Person.Vorname ändern, zum Beispiel in Theo. So. Noch ein blöder Witz. Ich ändere auch den Nachnamen. So, Nachname Theo. Theoretisch. Und wenn ich mir jetzt die Eigenschaften der Person
ausgeben lasse. Ich lasse mir einmal den Vornamen anzeigen und einmal den Nachname, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe die Zeilen markiert und mit Steuerung C kopiert und mit Steuerung V eingefügt. Wenn ich jetzt den Skript starte, wird einmal Lisa geschrieben, das ist hier, print my module person Vorname, dann wurde der Vorname in Theo und der Nachname in Rettisch. Geändert und hier rufe ich wieder mal den Vornamen der Person aus dem Modul MyModule auf, beziehungsweise noch den Nachnamen, und dann wird Theo und Rettisch reingeschrieben. So, jetzt gehen wir wieder zum MyModule über. Und kommen zu den Möglichkeiten, mehrere Objekte in eine Liste oder in eine Gruppe zusammenzufassen. Das Wichtigste ist ein Array. Und unseren Array nenne ich ARR für ein Array. Und in eckige Klammer kann ich da Elemente hinschreiben. Ich habe mich für folgende Strings entschieden. Einmal ein Bett, einmal ein Tisch, dann eine Lampe, ich war sehr kreativ, eine Treppe und ein Fenster. So, und nun möchte ich auf diese Liste zugreifen und ich lasse mir zum Beispiel das erste Element von dem Array ARR ausgeben. Dann tippe ich print ARR und wenn ich jetzt auf die Elemente zugreifen möchte, kommt da keine runde Klammer, sondern eine eckige Klammer und jetzt schreibe ich die 1 und führe den Skript aus. So, run Skript und wir sehen Tisch. Aber Tisch ist ja nicht das erste Element, sondern das zweite Element. Es liegt daran, dass Objekte in einem Array nicht mit 1, also die Nummerierung fängt nicht mit 1 an, sondern mit einer 0. Das bedeutet, wir haben hier das 0. Element, das erste, zweite, dritte und vierte. Wenn ich das Bett haben möchte, brauche ich das Element mit dem Index 0. Run Script und da ist mein Bett. Wenn ich jetzt die Treppe haben möchte, muss ich das 0, 1, 2, also das Element mit dem Index 3 haben. Also ARR Index 3 musste die Treppe sein, Run Script. Da ist die Treppe. So, was wir noch brauchen, sind sogenannte Schleifen. Ich nehme die Vorschleife und mit einer Vorschleife kann ich alle Elemente aus einer Liste durchlaufen. Zum Beispiel, ich möchte die Elemente aus dem Array ARR durchlaufen und schreibe dann vor. Ein Objekt aus dem Array. Das Objekt nenne ich zum Beispiel O in ARR Doppelpunkt. Das bedeutet, durchlaufe alle Elemente in dem Array ARR und das, was du gerade genommen hast, nennst du O. Und jetzt tippe ich auf Enter, das wird eingerückt. Genau wie bei Klassen, anstatt irgendwie geschleifte Klammern zu nehmen, wie bei Java, funktioniert das hier mit einer Einrückung. Und damit ich die Worte gleich besser trennen kann, mache ich erstmal eine Trennzeile mit einem String und dann schreibe ich, ich glaube, vier
Bindestriche und dann print O. Und wenn ich jetzt auf Run Script drücke, wird ein Trennstrich gezeichnet. Dann kommt ein Bett, Trennstrich Tisch, Trennstrich Lampe, Trennstrich Treppe, Trennstrich Fenster. So, nochmal zum Verständnis. Ich muss hier nicht ein O schreiben, ich kann sonst was schreiben, wie zum Beispiel ein Objekt in dem Array. Dann muss ich aber das O in ein Objekt ersetzen und damit wir gleich eine Veränderung sehen, nämlich Pluszeichen als Trennungsstriche, Run Script. So, und wir sehen hier eine Trennung, ein Bett, das ist ja das erste Element. Dann wieder eine Trennung, das sind hier die Pluszeichen, dann das zweite Objekt, also der Tisch. Und wieder Pluszeichen, dann kommt die Lampe. Dann werden wieder die Plusstriche geschrieben, dann kommt die Treppe, Plusstriche und das Fenster. So, jetzt möchte ich das hier auskommentieren. Ich könnte vor jeder Zeile eine Raute hinschreiben. Das geht aber etwas schneller, indem ich hier in Edit gehe und das war hier in Format und einfach auf Comment klicke. Dann wird alles, was ich markiert habe, auskommentiert oder in einen Kommentar verwandelt. Möchte ich das rückgängig machen, gehe ich auf Format und Uncomment. Dann werden die Rauten weggemacht. Da ich es aber nicht ausführen möchte, kommentiere ich diese Zeilen aus. So, dann kommen wir zu den sogenannten Dictionaries. Die sind jetzt im Blender Game doch relativ wichtig. Die Funktion von einem Dictionary ist ähnlich wie die Funktion eines Arrays. Ich fasse mehrere Elemente zusammen. Bei einem Array muss ich aber wissen, an welcher Stelle ein Element ist. Und bei Dictionary ist für mich die Reihenfolge nicht so wichtig. Und das bedeutet, ich werde jetzt keine Zahlen brauchen. Ich nehme nicht das vierte Element, sondern ich beschreibe die Elemente, die ich suche. Damit es klar ist, was ich meine, stehe ich ein Dictionary namens Deutschland. So, Dictionaries werden in den geschleiften Klammern geschrieben. Also geschleifte Klammer auf, geschleifte Klammer zu. So, und jetzt kommt ein Schlüsselwort, Hauptstadt. Dann ein Doppelpunkt. So, als das Video aufgenommen wurde, war die Hauptstadt noch Berlin. Ich gehe mal davon aus, dass es in den nächsten Tagen auch so bleiben wird. So, Komma. Der nächste Schlüsselwort sollten zum Beispiel die Bundesländer sein. Doppelpunkt und jetzt die Variable, die wir speichern wollen, das soll jetzt eine Integerzahl sein, eine 16. Und das letzte Schlüsselwort für unser Dictionary Deutschland soll die Währung sein. Und das ist Euro. Auch ein String. So, und jetzt möchte ich aus dem Dictionary Deutschland die Hauptstadt wissen. Dann print Deutschland.
So, jetzt kommt etwas Verwirrendes. Jetzt kommt nicht eine geschleifte Klammer, sondern wieder eine eckige Klammer. Und unser Schlüsselwort Hauptstadt eckige Klammer zu und die runde Klammer zu von der Methode Print. Und wenn ich jetzt auf Run Script klicke, musste unser Element mit dem Schlüsselwort Hauptstadt erscheinen, also Berlin. So, mal schauen, habe ich mich nicht vertippt? Ich glaube nicht. Run Script. So, da haben wir Berlin. Ja, und sollte ich die Hauptstadt verändern, so zum Beispiel, keine Ahnung, Essen oder so, Run Script, dann wird Print Deutschland Hauptstadt Essen sein. Ich wechsle aber zu Berlin, nicht dass wir Ärger bekommen. So, wenn ich jetzt auf die Bundesländer zugreifen möchte, schreibe ich ein Schlüsselwort Bundesländer. Dann musste mit Run Script dort eine 16 erscheinen. Und schließlich, wenn ich auf die Währung zugreifen möchte, ist unser Schlüsselwort Währung. Und das, was unter Währung in dem Dictionary Deutschland gespeichert ist, Euro. Und da haben wir das Euro. Die letzte Sache, die ich in der Datei MyModule vorführen möchte, ist eine Funktion. Beziehungsweise oft spricht man von Methoden, je nachdem welche. Na, Funktion. Einfach Mehrzahl daraus, Funktionen und Methoden. So. Um eine Funktion zu bilden oder um die überhaupt zu erstellen, zu definieren, brauchen wir ein Schlüsselwort, das ist def für definieren. Und ich möchte eine Methode haben, die einen Mittelwert zweier Zahlen berechnet. Und diese nenne ich ganz kreativ Mittelwert. Und unsere Methode bekommt zwei Zahlen, eine Zahl A und eine Zahl B. Doppelpunkt, Enter, es wird wieder eingerückt und alles, was in dem eingerückten Block passiert, findet innerhalb von dieser Methode statt. Was wir haben wollen, wir möchten den Mittelwert berechnen. Das bedeutet, wir brauchen die Summe von A und B. Und diese muss halbiert werden. Das wäre der Mittelwert der Zahlen A und B. Also wenn ich zum Beispiel 5 und 7 hier habe, ist 5 plus 7 hoffentlich 12 und 12 geteilt durch 2 wäre 6. Also Mittelwert von 5 und 7 wäre 6. So, und da muss noch Return stehen. Na? Return A plus B halbe. Also Mittelwert bekommt zwei Variablen oder zwei Elemente, A und B. Diese werden dann addiert und dann halbiert und das Ergebnis wird ausgegeben. Gucken wir, ob das funktioniert. Print Mittelwert von 5 und 7. Dann können wir gleich testen, ob das wirklich 6 ist. So, 6.0. Hier ist was Interessantes passiert. Da wir halbiert haben, hat Python sich gedacht, okay, es wird eine Integerzahl geteilt und hat sie vorsichtshalber in eine Fließkommazahl verwandelt. Und deshalb ist eine 6.0 daraus geworden. Für unsere Zwecke spielt das keine Rolle, ist aber interessant zu wissen.
So, noch eine Sache, ich möchte unseren Mittelwert in eine Variable speichern, zum Beispiel in der Variable m. Und dann nehmen wir andere Zahlen, zum Beispiel 4 und 3, dann dürfte der Mittelwert bei 3,5 liegen. So, in die Variable m wird der Mittelwert von 4 und 3 geschrieben. Und wenn ich mir jetzt den Mittelwert m ausgeben lasse, bekommen wir hier 3,5. Irgendwie schreibt er immer wieder noch Euro mit. Ach so, aufgrund dieser Zeile. Ich hätte sie auskommentieren sollen. So, auch diese Ausgabe kommentiere ich aus. Und jetzt gehen wir nochmal zum unserem Main.py. So, ich glaube, das möchte ich nicht mehr haben. Ich kommentiere das mal aus. So, natürlich haben wir jetzt von hier aus wieder Zugriff auf alles, was im Modul sich befindet. Das bedeutet, ich kann auch die Methode Mittelwert aufrufen, indem ich myModule.mittelwert aufrufe und zum Beispiel 13 und 15 nehme. Der Mittelwert musste 14 sein und damit wir das gleich sehen, muss das Ganze noch in die Konsole geschrieben werden, also print myModule Mittelwert von 13 und 15, das dürfte 14 sein. So, Skript starten. So, da ist die 14. Für Blender Game ist es jetzt eigentlich nicht mehr interessant, aber man kann es auch anders importieren. Das wollte ich an dieser Stelle nochmal zeigen. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte aus einem Modul was importieren und das sozusagen direkt in diesem Skript erzeugen, ohne davor irgendwie myModule und so weiter schreiben zu müssen. Und das funktioniert so. Ich sage aus dem Modul myModule, also from my Modul import Mittelwert. Und jetzt passiert Folgendes: Aus dem Modul myModule wird Mittelwert importiert. Dann wird in mein Modul nachgeschaut, ist da überhaupt sowas wie ein Mittelwert? Dann wird erkannt, okay, das ist eine Methode und diese wird wieder in main.py erzeugt. Und dann kann ich direkt auf Mittelwert zugreifen. Print Mittelwert. So, was nehmen wir? Vielleicht 2 und 10. Run Script. Dann bekommen wir einmal die 14. Das ist hier Print myModule.mittelwert von 13 und 15. Und die 6 ist der Mittelwert aus 2 und 10. 2 und 10 sind 12. Die Hälfte davon ist 6. Also passt das. Was noch funktioniert und vielleicht für den einen oder anderen interessant ist, man kann sagen, ich möchte aus dem Modul myModule Mittelwert importieren. Import Mittelwert. Ich möchte aber nicht, dass es bei mir Mittelwert heißt, weil das so ein langes Wort ist. Das möchte ich nicht schreiben, nicht ständig ausschreiben müssen. Und ich möchte, dass die Methode Mittelwert MW heißt. Und dann schreibe ich, importiere das als, also S MW. Und jetzt habe ich eine neue Methode namens MW und die macht das gleiche wie Mittelwert. Und könnte das hier zum Beispiel als Print MW von 1 und 7 zum Beispiel.
mal ausprobieren. Und wenn ich jetzt auf Run Script klicke, bekommen wir einmal die 14 aus dieser Zeile, einmal die 6 aus dieser Zeile und der Mittelwert von 1 und 7 dürfte bei 4 liegen. Run Script. So, da ist die 14, 6 und 4.